Hallo meine Lieben hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mich hier besucht und bei diesem neuen Unboxing. Und zwar, ich habe mir eine WD-Festplatte, eine externe Festplatte gekauft mit 8 Terabyte. Und es hat 3 Jahre Garantie, so wie ich das hier sehen kann. 8 Terabyte hat ein WD-Security dabei, also ein Programm, was man verschlüsseln kann, die Festplatte. Das werde ich mir natürlich vorher sichern, das Programm. Dann ist die kompatibel mit Windows 10, mit Windows 8.1, mit Windows 7 und auch für Mac. Es ist sehr, sehr wichtig, wenn man das für die PlayStation 4 Pro nutzen möchte, es muss 3.0 USB sein. Bei der PlayStation 4 Pro ist es hinten der Anschluss dran. Das ist sehr wichtig. Und natürlich kann man die auch für die Xbox One X auch nutzen, weil die hat ja auch USB 3.0. Und ja, die schlagen wir vor. Wir backen das gute Stück mal aus. Sieht es von vorne aus. Hier mit 8 Terabyte, mit 3 Jahre Garantie. Dann hat man hier die Security und hier kann man noch ein Backup machen. Und jetzt packen wir mal aus. So. Na. Ich habe mich bei einigen YouTube-Videos mich mal informiert und mich schlau gemacht und habe gesehen, fand ich sehr interessant und dass das auch funktioniert, hätte ich jetzt nie gedacht. Ich habe auch mal mit Sony telefoniert, die sagen auch, extern 8 Terabyte, aber auch intern würde die bis 8 Terabyte unterstützen. Aber da muss man vorsichtig sein, da können Fehler auftreten. Also würde man doch lieber auf 4 oder 6 Terabyte gehen. Habe ich zwar noch nie ausprobiert, ich habe ja noch meine Terabyte Festplatte drin, die originale, das ist die HGST und ja, solange die nur funktioniert, warum soll ich mir da jetzt eine neue interne kaufen? So, was haben wir jetzt hier dabei? Wir haben das Netzteil dabei. Schau mal kurz zur Seite. Viel Plastikmüll. So, einmal den Aussatz für das für die deutsche Steckdose. Kann man hier gut erkennen, halt, pack mal aus. Für die deutsche Steckdose. Und dann hat man natürlich hier auch das amerikanische. Aber das brauchen wir ja nicht, also brauchen wir die... Wie geht das jetzt hier? Ah, okay. Mal abziehen und einfach hier... draufstecken. Genau. Zack, hält. Das ist ein Netzteil für die Festplatte. Schön gerade machen. Mache ich dann hier auch nochmal auseinander. Können wir gleich machen. Egal. Das Ding hier, so wie ich weiß, ist das ein Ferritstein. Das kenne ich bei den Koaxialkabeln. Die haben auch hier so ein dickes Ding hier dran. Das ist ein Ferritstein drin. Das sorgt dafür, dass es keine Störung gibt. So kenne ich das bei den Koaxialkabel dazu. Machen wir hier jetzt mal schön erstmal gerade. Na, passen, dass man hier keinen Knoten reinmacht oder ein Kabelbruch. Das wäre nämlich blöd dann, ne? Mal schön gerade ziehen hier. Das sind vielleicht gute. Das sind gute vielleicht, ja, 1 Meter, 1,5 Meter bestimmt. Weil der Tisch ist 1 Meter breit. Ist 1 Meter breit. Also würde ich sagen, ja, 1,5 Meter langes Stromkabel. So, Folie machen wir jetzt zur Seite. Das legen wir auch dazu. Was haben wir hier noch drin? Ein USB-Kabel, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Das ist ziemlich weit unten. Kann ich mal kurz mal zeigen. So sieht's aus. Mal sehen, ob ich das rausbekomme. Ah, natürlich. Ah, was haben wir denn hier noch? Natürlich ein bisschen was zu lesen. Klar. Wie war ja irgendwie logisch. Hier nochmal eine Bedienungsanleitung. Aber ich denke mal, das ist selbst erklärt, wie man das anschließen muss. Aber wer es trotzdem nicht weiß, kann ja gerne nachlesen. So ist es, ne? Na, es liegt ziemlich weit unten. Na ja, okay, da muss man dann mal ran. Dann ran. Jetzt holen wir erstmal die Festplatte auf. So. Jetzt kommt man auch das USB-Kabel dazu. So, das war's. Ja, kann ich mal kurz zeigen. Alles leer. Schön die Plastik, schön in Plastikteilen hier verpackt. Ja. Hier ist natürlich das USB-Kabel, wie man das eben so kennt. Hier
wie bei den normalen Festplatten auch, ne, diese Doppelverbindung einmal. Denn normalerweise kenne ich das eigentlich unter Strom und Daten. Ich kenne das hier unter der Festplatte hier. Das ist eine Toshiba-Festplatte, ein Terabyte. Auch die ist mindestens, ich will nur lügen. Ich will echt nur lügen, aber gut 10 Jahre alt. Hier hat man auch diesen Anschluss dran hier. Kann man ja gut erkennen, ne? Also, die ist mindestens 10 Jahre alt. Auf jeden Fall. So, und hier ist es genauso. Hier hat man halt auch diesen Stecker, nur dass das Netzteil eine externe Stromversorgung braucht. Und hier ist auch nochmal ein Meter. USB 3.0, das erkennt man hier an dem blauen Anschluss, an dem blauen Stecker. Kann man gut erkennen. So, jetzt sind natürlich das gute Stück. Machen wir mal die Folie ab. Ich werde weitere solche Videos machen, weil ich es irgendwie richtig lustig finde und richtig interessant und cool finde, solche Videos zu machen. So, hier ist einmal die Festplatte. Hier vorne das Logo von WD, Western Digital. Aber wenn ich mir das so mal direkt mal anschaue, wenn ich die so hinlege, von der Farbe her und auch von der Form her, und vom Muster her, an was erinnert euch das? Genau, mich erinnert das an der Xbox One. Ja, die hat ja auch glänzende Fläche und diese grillende Oberfläche. Natürlich ist bei der Xbox halt die Löcher, die Lüftungsschlitze. Aber sonst so sieht sie wirklich ganz nett aus. Von vorne, das sind die Anschlüsse von hinten. Einmal der Strom und einmal für die Daten. Und hier kann man das nochmal sichern mit so einem Schloss. Aber brauche ich ja nicht. Klaut ja sowieso keiner. Also. So, und wie man sie dann an der PlayStation 4 Pro einrichtet, das zeige ich euch jetzt. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt sind wir ja auf der PlayStation. Meine Festplatte habe ich da angeschlossen und gehen jetzt ganz einfach auf Einstellungen. Dann gehen wir auf Geräte. Dann gehen wir auf USB-Speichergeräte. Und da wird meine Festplatte angezeigt. Gehen auf X. Verwenden als USB-Speichergerät beenden. Als erweiterte Speicher formatieren. Ja, gehen wir drauf. Du kannst Anwendungen in weiteren Speichern installieren. Speicherte Daten, Screenshots und Videoclips werden jedoch nur im Systemspeicher gespeichert. Wie gesagt, die Festplatte mit den 3.0 hinten bei der PlayStation 4 Pro anzuschließen. Und bei der Xbox One X ist es auch da hinten. So, und gehen hier auf Weiter. Das Gerät wird als erweiterter Speicher formatiert. Wenn du dieses Gerät formatierst, werden alle Daten darauf gelöscht. Formatieren. Warte bitte. Dieses Gerät wird als erweitert formatiert. Möchtest du wirklich fortfahren? Ja. Jetzt wird sie formatieren. Man hört es ein bisschen, wie sie arbeitet, aber ist normal. Ist ja eine große Festplatte, da macht sie ein bisschen mehr Geräusche. Wird als erweitert formatieren. Okay. Und man hat jetzt auch einen grünen Punkt dran. Und jetzt habe ich 7,35 Terabyte zur Verfügung. Das heißt, ich kann jetzt alle meine Spiele drauf machen und ich werde es vielleicht so machen, dass ich die interne Speicher mehr dann für die Exklusivspiele und Multiplayer-Spiele mache und die externe dann für die anderen Spiele. Jetzt gehen wir mal hier auf Speicher. Dann haben wir jetzt hier die zwei Festplatten, einmal die interne Festplatte und einmal die externe Festplatte. Und da kann man hier über die Option-Taste dann Installationsort der Anwendung kann man hier ändern. Entweder man möchte den Systemspeicher weiter behalten oder dann halt den erweiterten Speicher weiter nutzen. Das kann man hier auswählen. Entweder da drauf oder wieder dann Option-Taste und dann hier die erweiterten Speicher. Ich werde jetzt meine anderen Spiele, die ich hier auf der externe Festplatte habe. Ich habe hier noch eine Toshiba Terabyte Festplatte, die ist auch schon fast 10 Jahre alt, glaube ich zumindest. Das kommt mir ziemlich lange vor. Werde ich die Spiele erstmal dann auf die externe kopieren. Das heißt, ich werde erstmal die Spiele hier, die ich hier habe, wie zum Beispiel Assassin und so weiter, extern verschieben und dann die andere externe Festplatte anschließen
Und dann die auch verschieben, damit die Festplatte dann leer wird, sonst muss ich alles nochmal neu runterladen. So, und das werde ich jetzt hier machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich einen Daumen nach oben freuen, ein Abo dalassen und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Also, macht's gut zusammen. Ciao, ciao.